Hey Leute, wir haben euch 10 Übungen zum Valentinstag zusammengestellt. Fitnessübungen für Partner. Genau, haltet die Übungen so ungefähr 30 bis 60 Sekunden gemeinsam durch, habt Spaß. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr uns ein paar Videos schicken, Genau. und ja, let's have Viel fun. Spaß. Bei der Übung trainieren wir die Beinmuskulatur. Wir machen den Ausfallschritt mit Unterstützung. Das heißt, wir halten uns diagonal mit den Händen. Jawohl. Das andere Bein geht nach vorne. Genau so. Das andere Bein geht weiter nach hinten. Fersen bleiben in der Luft. Jetzt wollen wir das vordere Bein belasten. Das heißt, wir gehen von hier aus langsam runter. Fersen belasten und nach oben. Jawohl. Sehr schön. Versucht den Rücken schön gerade zu halten. Geht schön tief. Ihr seid da stabil durch die andere Person. Und versucht mit dem vorderen Bein die Belastung zu spüren und mit Kraft nach oben zu kommen. Jawohl. Okay, nächste Übung. Bicycle Crunch. Ihr legt euch dafür auf den Rücken. Füße aneinander, hier ungefähr 90 Grad Winkel. Achtet darauf. Dann nehmt ihr die Finger oder die Daumen an die Schläfen, die Finger an den Hinterkopf. Schulterblätter lösen. Hin leicht zur Brust und dann schiebt ihr los, wie ein Rad. Bleibt schön stabil. Bauchnabel nach innen ziehen. Jawohl. Ihr könnt ruhig ein kleines bisschen Druck aufbauen. Guckt, dass ihr euren Partner nicht wegschiebt. Vor allem die Männer. Die nächste Übung ist ein Crunch. Achtet ein bisschen auf die Fersen, dass ihr euch gegenseitig unterstützt. Legt euch hin, Rücken auf die Matte oder auf den Boden. Und jetzt kommt ihr mit den Händen nach oben gezogen, dass ihr versucht, diagonal mit der Hand abzuklatschen. Die Ferse gibt euch Stabilität und schön aus dem Bauch ausarbeiten. Versucht schön gerade hoch zu gehen, Nacken, Kopf, Schulter und gerade. Für die nächste Übung dreht ihr euch den Rücken zu, ausnahmsweise. Und zwar nicht ganz Rücken an Rücken, sondern mehr so ein bisschen Schulterblatt an Schulterblatt. Ihr könnt die Füße oder die Fersen aufstellen, hier wieder leichter 90 Grad Winkel. Übt ruhig ein bisschen Druck aufeinander aus. Genau. Und dann habt ihr eine Flasche oder ein Gewicht, wenn ihr zu Hause habt. Und dann reicht ihr das jetzt immer rum. Einmal quasi immer um den Körper. Drumherum. Ist für die schräge Bauchmuskulatur. Genau. Also wer es ein bisschen schwieriger möchte, dafür müsst ihr noch mehr Schulterblatt an Schulterblatt oder Nacken an Nacken und dann hebt ihr hoch. Dann könnt ihr die Füße heben und habt die Beine noch in der Luft dabei. So, bei der Übung kniet ihr euch hin. Wir wollen ein bisschen was für den Bauch und auch ein bisschen was für den Trizeps, für die Arme machen. Wir wollen uns gegenseitig nach oben drücken mit den Unterarmen. Das heißt, ihr geht mit den Knien weit nach hinten. Haltet euch fest mit den Händen und jetzt versucht ihr euch mit den Ellbogen zu treffen. Das heißt, ihr beugt den gesamten Körper nach vorne und drückt gestellt nach hinten. Ich muss mal ein Stück nach hinten gehen. Ja. Nach vorne und wieder wegdrücken. Nach vorne. Bleibt schön fest im Rücken und aus dem Bauch aus nach oben drücken und die Arme helfen euch dabei natürlich extrem gut. Ja, jawohl. Dann geht's an Knutschi. Alles klar. Jetzt haben wir eine Übung, wo die eine Person nach unten geht. Und zwar die Gestützposition. Die andere Person stellt sich im Beinstand hinten dran, nimmt die Füße, guckt, dass jetzt die Person ungefähr gerade ist. Jetzt darauf achten. Stehende Person. Rücken schön gerade. Popo nach hinten raus, Belastung auf die Fersen. Wenn wir jetzt tief gehen, macht die unten liegende Person den Push-up und wir machen den Sumo-Squat oben. Okay? Schön hoch und tief. Lasst den Rücken gerade. Sehr schön. Tief, hoch, tief, hoch, tief. Okay. Bei der nächsten Übung machen wir auch was für die Bauchmuskulatur. Diesmal muss der eine Partner unten fast nur arbeiten, der oben hat ein bisschen Pause, macht es im Wechsel, damit es natürlich auch fair bleibt, das Ganze. Und zwar unten umgreift die Person ist die Beine, die Knöchel, genau, sind wir schon Täter. Beine sind gestreckt, jawohl. Und ich schiebe jetzt die Beine etwas nach hinten weg mit etwas Schwung und die Person unten muss es natürlich abfangen. Jawohl. Versucht mit den Fersen ein bisschen in der Luft zu bleiben, dann ist die Spannung höher.
Und wenn es gut klappt, könnt ihr natürlich ein bisschen mehr Kraft nach unten schwingen. Das Ganze wird schwieriger. Genauso. Jawohl. Gut, nächste Übung. Wir kommen in die Plank-Position. Unterarm stützt. Guckt, dass ihr noch ein bisschen Platz zwischen euch habt. Immer drauf achten, der Ellbogen ist unter den Schultergelenken. Die Füße hinten aufgestellt. Knie hoch. Lösen den Bauch fest. Bauchnabel nach innen ziehen. Halten. Und dann klatscht ihr euch parallel ab. Zack. Versucht euch so wenig wie möglich dabei zu bewegen im Oberkörper. Bleibt fest. Genau. Nächste Übung ist wieder für eine Person, die andere unterstützt, sehr stark dabei. Macht das im Wechsel, dass natürlich jede Person eine Belastung spürt. Etwas für die Beine, der Pistol Squat, also ein Bein in die Kniebeuge. Der eine Partner unterstützt sehr stark. Der andere Partner nimmt das eine Bein nach vorne gestreckt und geht dann mit dem Po tief nach unten und nach oben. Versucht die Ferse zu belasten, geht mit dem Po weit nach hinten. Sehr anspruchsvoll, sehr anstrengend, vor allem wenn es sehr tief geht, ist es sehr belastend für den Oberschenkel. Jawohl. Nächste Übung, die wird lustig, sage ich euch gleich. Wir kommen in den Double Plank. Heißt, der Mann legt sich am besten der Mann. Ihr könnt es natürlich auch anders machen. Genau, anders. Bei mir macht das Andi. Er geht nach unten. Dann rücklings, sieht erstmal ein bisschen putzig aus, kniet euch hin auf den Po, umgreift. Die Füße von den Männern sind aufgestellt, oder von den unten liegenden Personen. Die Frau hinten, die Füße auf die Schulterblätter und dann drückt ihr euch in den High Plank. Und dann kommt der Mann ebenfalls in den Plank, aber auf den Unterarmstütz. Und dann Bauch fest und halten. Halten. Und versucht euch nicht zu brechen.